Freddy Bickel, wir haben es gerade vernommen. Neue Spieler für Eibä, der Kevin Mbabu. Was ist er für ein Typ? Ah, ich denke, dass die Fans, die Zuschauer Freude werden ihm haben. Er ist sag mal, so ein moderner Verteidiger, sehr aggressiv, sehr schnell, ein gutes Kopfballspiel. Freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Es ist ein Spieler, wo ich glaube, ich habe mal mit Eibä noch gekämpft. Eibä hätte ihn gerne gehabt als Junge. Zürich hätte ihn dazu mal gerne gehabt. Wir haben uns beide ein getroffen im Stadion, der Steff und ich. Und jetzt haben wir ein Beet miteinander. Jetzt hat es geklappt einmal für Levis für diese Saison. Und ich denke, er ist wirklich ein ganz ein guter Typ, der gut tut der Mannschaft. Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist U-Nationalspieler, wird ausgelernt von Newcastle United, hat 6-mal in der Premier League gespielt, unter anderem sein erstes Spiel gegen Chelsea, ein riesen Matchbotten. Also der Mann, der hat das Niveau. Ja, ich sage, das Potenzial hat man immer gesehen vor ihm, das hat man immer gewusst. Ob es jetzt der richtige Schritt war, so früh auf England über, das müssen andere beantworten, das wollte ich da nicht sagen. Ich denke, es ist auch wieder eine Chance für ihn, sich zu zeigen, vielleicht auch regelmässig zu spielen. Und wirklich zu beweisen, dass er noch nichts verliert hat und dass er eine grosse Zukunft vor sich hat. Er kann Außenverteidiger spielen, man liest sowohl rechts wie auch links und ist eigentlich der Mann, den wir brauchen mit all diesen Verletzungen. Ja, der grosse Vorteil ist wirklich, dass er polyvalent kann eingesetzt werden kann. Im Spiel spielt keine Rolle, ob er links oder rechts spielt. Er ist eigentlich ein Rechtsfuß, aber spielt gerade so gerne links. Er hat 3-5-2 auch schon im Mittelfeld gespielt. Er hat auch mehrmals schon aufgelaufen als Innenverteidiger. Also er kennt verschiedene Positionen. Und es ist auch nicht so, dass er sagt, nein, ich kann nur das und das oder ich will nur das und das spielen. Das ganz sicher nicht und das hilft ganz, ganz fest in der jetzigen Situation, ja. Er war wieder Zakaria Servet Junior. Kennen Sie sich? Sie kennen sich sehr gut. Er kennt auch Ivo sehr gut. Es ist vielleicht auch darum vorher ein bisschen spekuliert worden mit dem Namen, weil man redet schon länger mit ihm, aber er hat natürlich sich erkundigt und hat viel mit dem Döni und mit dem Ivo geredet. Also ist noch verrückt. Ich hatte den Transfer eigentlich der Mannschaft nicht müssen bekannt geben. Sie haben es vorher schon gewusst. Sie sind vorher schon auf dem Laufenden gewesen. Heute ist er noch nicht da, heute in Gladbach. Wann stößt er zur Mannschaft? Ja, das müssen wir jetzt genau schauen. Wir müssen auch schauen, wenn der Transfer gelaufen ist, sprich die Spielbewilligung da ist. Dann muss man sich überlegen, ist es nicht gescheiter, dass er vielleicht dann gerade am Montag dazu stößt, wenn die Nazi-Spiele weg ist, wenn Europa-Cup vorerst vorbei ist und ein bisschen eine normale Woche mal hast, eine Trainingswoche hast oder ob du Freitag, Samstag noch etwas reindrückst vor dem Spiel gegen GC, ist vielleicht auch nicht das Ideale. Aber ich denke, das müssen dann Trainer und Medizinmannen ausstudieren, wie es am gescheitsten ist und wie man ihn am besten vorbereitet auf die Zeit im Heiß. Er wird kommen und die schwierige Phase mit vielen Verletzten wieder ein bisschen entschärfen. In Gladbach sind die da, die fit sind. Was können wir erwarten morgen für eine Partie? Ja, am liebsten würde ich eine wunderbare Partie erwarten, die in Geschichtsbücher eingeht. Die Mannschaft weiss, dass eigentlich keine Chance da ist und darum werden sie sich packen, alles versuchen. Ich glaube, du spürst schon, dass sie es nicht einfach gehen lassen wollen. Das ganz sicher nicht und sind alle hoch motiviert. Schon entscheidend, wie das Spiel anfängt, wie dann der Spielverlauf ist. Du spürst schnell, wie die Mannschaft im Spiel innen ist und eben uns Borussia irgendwo eine Möglichkeit gibt, zum Hoffnung zu schöpfen. Also hoffen tun wir und wir freuen uns auf den Match. Ich mich auch, ja, danke.